Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario RPG Legend of the Seven Stars von Shadowlorn. So, beim letzten Mal oder beim ersten Mal, wo wir hier waren, haben wir versucht, Prinzessin Peach oder Toadstool, wie sie ja im Englischen heißt, vor Bowser zu retten. Das war nicht das Problem. Nur, dass dann, nachdem wir sie gerettet haben, auf einmal ein Schwert aus dem Himmel gekracht ist, Bowser Schloss zerstört hat oder eingedrungen ist, sagen wir es mal. Wir rausgeschmissen wurden und nachdem wir Peach erneut retten wollten, wir nicht rein konnten, weil das Schwert die Brücke zerstört hat. Ja, alles im Ganzen, wir müssen wieder Peach retten, wie so häufig. Mario hat da nichts Besseres zu tun. Ein Klempner, der die ganze Zeit nichts Besseres zu tun hat, als eine Prinzessin von einer überdimensionalen Schildkröte mit Stacheln zu retten. Ja, was für ein Leben. Na gut, aber ist mein Ernst. Bowser ist cool. Ich finde Bowser geil. So, weiter geht's. Toll, Toad rennt uns fast um. Ups, Entschuldigung! Oh? Der Schlag auf seinen Kopf hat seine HP reduziert. Eins von den berühmten Items aus Schwammelreich? Oh Gott, ist das... Gott, ist das ein scheiß Wort. Wird sich aber wieder aufmuntern. Pilz erhalten. Heilungs-Items. Weißt du, wie man Items benutzt? Absolut nicht, aber sicher. Ich weiß es. Also werden wir das überspringen. Oh, dann nicht. Du bist intelligent oder wahr, Mario? Warum bin ich überhaupt zurückgekehrt? Ach ja, ich wollte dir was sagen. Ein Goomba. Ach genau, ich wollte dich warnen, dass der Pilzweg von der Monster ist. Ich habe es kaum bis hier geschafft. Mario, mach bitte was. Vielleicht kann ich helfen. Kennst du auf angepasste Schläge? Nein, natürlich. Angepasste Schläge sind diese Spezialangriffe sozusagen. Halt die verstärkten Angriffe, die ich einfach zuvor gegen diese Blechdosen eingesetzt habe. Also, natürlich. Hey, du hast besser ab. Erkennt abgepasste Schläge. Da macht Brei aus dir. Und schon ist der Goomba weg. Bellende Hunde beißen nicht. Warum bin ich überhaupt zurückgekehrt? Ach ja, ich wollte dir was sagen. Schon wieder? Stimmt. Wir müssen den Kanzler vom Toadstool berichten. Ich sehe dich dann im Schwammelreich. Oh Gott, das scheiß auch zu sprechen. Nimm die mit, falls was sein sollte. Drei Pilze erhalten. Sehr schön. Danke sehr. So, dann gehen wir mal ins Menü. Ja, schön. Wir haben ein weniger, aber pff, was soll's. Hier sehen wir unsere... unser Menü. Items, also jetzt mal selbst. Status, auch. Spezialattacken von einzelnen Charakteren. Und da unten steht auch Mario lernt neue Technik bei Level 3. So, dann erfahren wir immer, wann wir eine neue Spezialfähigkeit erlangen. Mit A, jetzt geben wir nochmal genauere Informationen über die Fähigkeiten erhalten. Zerstampfen Sie! Drücke Y und vollen Auftreffen. Halten die Kraft zu verstärken. Gebrauchte Blumen, maximale Kraft 25. Ausrüsten, halt klar, Ausrüstung, Waffen, Rüstung, Zubehör. Man kann nämlich auch Leute aus Waffen ausrüsten. Zum Beispiel Mario kann außer seinen Handschuhen auch noch einen Hammer und einen Panzer kriegen. Und kommt noch ein bisschen mehr. Rüstung erklärt sich von selbst, Zubehör erklärt sich eigentlich auch von selbst. So Sachen wie erhöhen diesen Wert und bla oder Resistenz gegen bla. Immer halt sowas. Spezial-Items haben wir noch nichts. Das sind halt diese Key-Items, sag ich jetzt mal. In Item-Menü Pilz. Entschuldigung. Das Problem ist, die haben nicht unbegrenzt Items. Also wenn die beiden Seiten voll sind, das war's dann. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und Mülleimer ist auch klar. So. Und dann geht's dann wieder zurück. Oder weiter, besser gesagt. Auf zum Pilzweg von Schwammerreich. So, und unser erster Kampf gegen drei Goombas. Naja, das ist kein Problem. Das Problem bei solchen Rollenspielen ist halt... ah, verdammt. Aha, okay. Ach so, ich drücke immer die falsche Taste für das. Zum Angreifen also die A-Taste und für Abwehren die B-Taste. Sehr schön zu wissen. Schade, wenn ich da drauf springe, gibt es keinen Bonus. Was soll's. So, dann Attacke. Kaputt. Daneben. Das kann natürlich auch mal passieren, dass der Gegner daneben haut. Ja, das Problem an sich im Rollenspiel ist halt immer, die Zeit zu überbrücken, während man kämpft. So, da haben wir Kisten, die schweben in der Luft. Die müssen wir anspringen. Unbewaffnet. Also unbewaffnet steht übrigens für unsere Waffe. Damit wir wissen halt, okay, haben wir gerade das ausgerüstet oder nicht.
Ich glaube, nach dem nächsten Kampf werde ich Mario was heilen. Erfahrungspunkte 2, Geld 0. Geld werden wir sehen, wenn wir das bekommen. Sehe ich so. Okay. 2 Paracoopers. Das ist natürlich ein bisschen doof. Oder Sky Trooper. Ach du, oha. Oha. Ich setze jetzt ein Heil-Item ein. Zum Bestätigen eines Kommandos muss man immer die Taste drücken, mit der man das Kommando ausführen wollte. Also hier zum Bestätigen von A muss man nochmal A drücken. Ja. Und das haben wir gesehen, jetzt haben wir ein bisschen Geld gekriegt. Wenn die Gegner halt kaputt gehen und dann durch eine Münze auftaucht, kriegen wir Geld. Man sieht die langsam, dafür dass sie fliegen können. Na, so was besiegt, besiegt. So, Geld, Erfahrungspunkte 2, Geld 2. So, und du kommst auch hierher. Man sollte nicht aufnehmen, wenn ich eigentlich erkältet bin. Verdammt. Na, was soll's. HP Maximum, das ist schön. Manchmal verlieren die Gegner solche Blüten, sag ich jetzt mal. Na gut, soll ich nicht. Scheiße, wir laufen. Renn weg, jetzt ist verfügbar. Jedenfalls, wenn ich was wagen wollte. Manchmal verlieren die Gegner diese Blüten, die zum Beispiel HP Max machen. Oder noch einmal angreifen. Oder halt Lucky. Lucky ist durch eine Sache. Das ist sozusagen nach dem Motto, ganz oder gar nichts. Nach was XP und so betrifft. Mist daneben. Geschafft. Ist eigentlich eine Übungssache mit so Schatten mit den Kommandos. Anfangs sehen die Gegner immer direkt komplett Schaden machen. Aber nach dem zweiten oder dritten Mal hat man es eigentlich schon so weit auf dem Kasten, dass man immer eigentlich das Abwehrkommando macht. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, ne? So, da sollten wieder Gumbas kommen. Die sind irgendwie gar kein Problem. Da brauchen wir nicht mal wirklich heilen. Und wenn ich Glück habe, kriege wieder einen... Ah, ich habe sogar ein Item bekommen. Einen Pilz. Na, supi. So, wir müssen Gold, ein paar Münzen einsammeln. So, wenn das Ding so ganz hoch springt... Dann, ja, ist halt die Kiste leer. Ich hoffe mal, dass der jetzt wieder so ein HP Max hat. Sehr schön! Ja, und weiter geht's. Ja, diese Gumbas sind echt... Wie in jedem Spiel eigentlich sind das die Zarkos. Die Gegner, die gar kein Problem machen eigentlich. Sei es ist ein... Nu. Puh, mein Leben zog eine Sekunde an meinen Augen vorbei. Hier ist ein kleines... Dankeschön. Honigsirup. Damit können wir unsere Blumenpunkte wieder auffüllen. Blumenpunkte brauchen wir, um unsere Spezialfähigkeiten einzusetzen. Aber wir haben nicht begrenzt. Das gesamte Team hat immer eine bestimmte Anzahl an Blumenpunkten. Und das ist immer so. Das heißt also, wenn Mario jetzt zum Beispiel die Sprungattacke einsetzt, hat er das Konto von Blumenpunkten für das gesamte Team ein bisschen aufgebraucht. Und wir müssen diese Sachen, diesen Honigsirup einsetzen, damit wir nochmal angreifen können. HP Max. Damit wir das weiter einsetzen. Nochmal neu einsetzen können und noch aufhören können. So. Kaputt. Nochmal HP Max. Ah, ist doch wundervoll. Haha. Sehr schön. Mit vollem KP wieder aus dem Kampf raus. Also ich finde das klasse. Kein Geld, auch kein Item. Level-Bonus. Mario reicht Level 2. So, hier sehen wir nun mal, alle Werte steigen in einen gewissen Wert. Aber hier können wir nochmal auswählen, ob wir unsere Kraft erhöhen, unsere Power oder unsere Spezialfähigkeit. So, ich werde Mario vor allem auf HP setzen. Da ist nichts, da ist wieder ein Sky Trooper. Schade ist halt nur, da kann ich ihn nicht auf den Kopf springen und dann mal einen vorherigen Startangriff machen. Bei. Ah, 14 hier, auch schon mit einem Stack kaputt. Wundervoll ist. Bei Superstar Saga ging das ja. Also hier kann ich sie einfach nur ganz normal anrennen und nichts weiter passiert. So, vielleicht kriege ich es aber auch schon 0 Schadenspunkte, wenn ich das nicht hinkriege. Einmal wieder nur. Wundervoll ist. Und kaputt. Erkältung ist scheiße. Und kaputt. Ich will das toll, wenn wir voll legen wieder aus dem Kampf rausgehen. Als ob nichts gewesen wäre. Es ist absolut nichts passiert. So, hier haben wir einen
Gumba, der ist auf einer Drehblume. Wenn wir den Gumba kaputt machen, können wir auf die Drehblume. Und wir können da eigentlich eine Kiste daran, die da oben auf diesem Podest ist. HP Max. Hätte ich mal, das Problem ist aber, wenn der auch das HP Max hat, wie ich ihn jetzt nicht mehr kriegen. Wenn ich dich erinnere. So, mal gucken. Du und geschafft, sehr schön. Ah, eine Sonnenblume. Moment mal, Sonnenblume? Ah, das haben unsere beiden Blumenpunkte. Ne, warte mal, meine Blumenpunkte sind natürlich das Level abgestiegen. Gucken wir mal unsere Items. Honigsirup. Spezial? Nein, auch nicht. Ausrüsten? Auch nicht. Zeitung? Auch nicht. Habt die Blume vielleicht doch mal einen Blumenpunkte Maximum erhöht? Wahrscheinlich. Alles, was ich erklärt. So, hopp. Und so. Retten wir mal erneut den Toad. Ach, nur einer von diesen Skrytrooper. Kein Problem. Und erledigt. Juhu! Peace. Und nochmal ein Dankeschön. Junge, das war knapp. Hier, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Blumenanhänger erhalten. Ich glaube, das erhöht auch unsere maximalen Blumenpunkte. Blumenanhänger. Blumenpunkt um 1. Tatsache, und hat sie immer bevor aufgeladen. Sehr schön. Oh, was haben wir hier? Einen Pilz. Ach nee, ich weiß, was das war. Das war eine Heilungsbox. Wir haben unsere KP, meine gesamte Gruppe, mal wieder komplett aufgefüllt. Ja gut, die Gruppe besteht jetzt zur Zeit nur aus mir, also aus Mario, also hat es ja nicht wirklich großartig zum Ausfüllen gehabt. Heute war meine KP sowieso voll. Ein Lucky Two. Den kümmere ich jetzt schon mal gleich, weil der schmeißt immer die... Ah, Mist. Den da Norwich. Hat die Spiky da Norwich. Weil der schmeißt immer dieses Spiky runter. Das ist eigentlich auch eine ideale Stelle zum Trainieren eigentlich. Aber Spiky sind echt gerade schwach. Also wir müssen ganz schön viele unserer Pilze verballern mit den Fächern. Also geben, glaube ich, auch nur zwei. Ja, hier auch nur zwei Erfahrungspunkte. Mist, ich komme nicht an den Lucky Two ran. Ja, kann man nichts machen. Ich glaube, wir sind auch jetzt kurz vor unserem ersten Boss. Jupp, da sind wir wieder. Da sind wir tot, der mal wieder gefangen genommen wurde von einem der Hammerbrüder. Ja, die kommen mir auch wieder vor. Ich glaube kaum, dass ich den da jetzt noch in das Zeitfenster reinkriege, was wir zur Verfügung haben. Ich versuche nochmal den Lucky Two zu erwischen, aber ich glaube... Spiky ist gerade aus der Hecke rausgerannt. Na, den mache ich auch mal im Platt. Und ein Cooper Trooper, oder Sky Trooper. Ach, verdammt, hat nicht geklappt, das soll's. 22 von 28 auch zu reichen. 2, 3, mal gucken. Schauen wir kurz, das Status, viele Erfahrungspunkte, die ich da brauche. Zum Level 17 noch. Das dauert noch ein bisschen zu lang. Da ich an den Lucky Two einfach nicht rankomme, werde ich jetzt mal wieder zurück zu der Stelle hier gehen und verabschiede mich schon mal hier. Oh, war das? Das ist die Zwischenszene. Hey, schaust du mich an? Mein Hammer und ich mögen dich nicht. Vorsicht, Mario, ist gefährlich. Hallo, wir sind Mario. Wir haben doch keine Angst vor dem blöden Hammer, Bruder. Okay. Okay, wir können wieder bewegen. So, liebe Leute, dann sage ich mal ab jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.